Recht herzlich willkommen zur 148. Folge von Simotrans. Ja, sind wir drinne im Spiel und zwar, warte mal, ich müsste mal hier rüber. Der Pumuckl hatte mir geschrieben und ja, der hat mich daran wieder erinnert, dass ich immer bei diesem Spiel vergesse, ein wichtiges Ding zu machen. Ihr seht ja, das ist da drinne. Und das wichtige Ding, was man da machen muss, ne, ist ganz einfach. Man nehme mal hier ein bisschen Strom, ne? Und wenn man das dann da reinmacht, ja, machen wir jetzt mal, dann gucken wir uns das mal an, dann gibt es Elektrotraktion und da wird es wahrscheinlich dann auch schnellere Lokomotiven geben. Zum Beispiel diese, die da 110 fährt. Okay, die ist es dann nicht. Und diese mit 120. Ich war jetzt von ausgegangen, dass wir hier was Schnelleres haben, aber 120, 110, 80, nö, das ist hier nirgends, 120er, ist dann doch nicht so, aber hier gibt's noch was, 90, 90, 100, 140, 150 und hier ist die schneller, die 200er, die brauchen wir. Ja, da werden wir diese Lok mal nehmen und die da dran hängen. So, das bedeutet, wir müssen erstmal, können die ja noch fahren lassen, aber wir machen jetzt mal hier die Oberleitung dahin. Aber Oberleitung 210 km/h, die brauchen wir. Und da haben wir jetzt eine andere, geht das noch so? Ja, der baut die um, alles gut. So, das ist dann so. Und da ist auch so. Und da, okay, dann können wir das auch so machen. Das ist ja super, dass der das so macht. Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles richtig gemacht, dass das auch alles angeschlossen ist. Hat das nämlich bis dahin gezogen. Das bedeutet, ich kann von da nach da machen, dort machen, dort machen. Und ob das auch, ich weiß nicht, so müsste es glaube ich noch. Haben wieder ein ganzes Stück weiter gemacht, die Oberleitung. Und hier ist es auch so, dass wir das so machen. Da, da und dort auch noch lang. Sollte passen. Aber das ist das längste Stück wahrscheinlich, ne? So. So, so, hier und da, ich glaube, das haben wir jetzt. Und wir sind kurz vorm Ziel. Und da auch noch. Und da, und hier kreuzt da ja auch noch. Gut, dann haben wir das auch fertig. So, jetzt bedeutet das, wir müssen die Züge reinholen, auf Deutsch gesagt. Gucken wir mal gerade, wo der zweite ist, aber der ist jetzt gerade losgefahren auch. Und der ist nämlich schon hier. Dann lassen wir den mal kommen. So. Da ist er. Das war verkehrt. Ich brauche eine Lupe. Jetzt, na super, das hat gut geklappt, ne? Ja. Der fährt jetzt nochmal voll los, ist klar. Dann, nee, dann lass mal nach da hinten fahren. Dann muss der andere erst kommen, nochmal schnell laufen lassen. Und wenn der andere da ist, stoppen wir dann diesmal. Damit wir den nämlich jetzt richtig anpacken können hier. Und dann nicht laden. Dann kann er weiterfahren. Zur Hälfte voll ist schon mal was. Wird demnächst bestimmt noch besser werden. Und dann fährt er gerade zum Depot. Und gucken wir an.
Muss er jetzt hier drehen, ne? Gut, dann ist er im Depot. Dann packen wir den gerade an. Nehmen ihm die Lok weg und geben ihm die dazu. Dann schiebt er, ne? Das wollen wir ja nicht, oder? Dann voranstellen. So. Und dann passt das. Und dann können wir wieder starten. So. Und Fahrplanänderung. Er fährt erst je nach Sonderhausen. So. Und gleich kommt der andere Zug. Der 137, das ist noch besser geworden. Die fahren ja jetzt auch schneller. Oh. Okay. Ich war jetzt gerade, habe jetzt gerade gedacht, der wäre hier vorbei geflitzt, aber ist er nicht. Wo ist der zweite denn jetzt? Da ist er. Daneben ist er auch vorbei, aber da ist er. Nicht laden. Dann gehen wir da runter. Und wenn er dann da ist, fährt er ins Depot. Das kann zu. Und das kann auf. Ich weiß gar nicht, ob er das gleich anzeigt, werden wir dann sehen. Da kommt der Zug. Der hat nur 15 Fahrgäste, okay. Das ist nicht so dolle. So, dann zum Depot. Ja, 337. Da kommt er reingefahren. Okay, den sehen wir jetzt nicht. Dann müssen wir einmal hier das machen so. Dann nehmen wir den Lok weg. Gehen hier auf Voranstellen, gehen auf Loks, holen die rein und starten das Ganze. Schließen das ab, holen die Lok rein. Fahrplan, Sonderhausen. Passt. Der hat das Depot erreicht, das wissen wir. Das kann auch zu. Und er ist schon unterwegs. Auf dem Rückweg. Hat jetzt 133 Passagiere dabei. Und er jetzt hier. Jetzt haben wir ihn. Hat 138 dabei, okay. Tja, da ist dann zu überlegen, wie man das handhabt. Der ist da, okay. Müssen wir gleich mal gucken. Wieso wartet denn der da auf Signal? Das verstehe ich jetzt nicht. Der fährt da lang. Warte mal, stopp mal. Was passt denn da oben nicht? Ist hier irgendwas mit dem Strom nicht richtig? Okay. Das weiß ich dann auch nicht. Und der fährt da lang. Hm, ist halt so. Okay. Jetzt haben die sich wahrscheinlich doch noch getroffen, ne? In der Mitte. Die ist, glaube ich, hier gewesen, oder? Vertue ich mich, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal checken. Einer von den beiden wird ja gleich im Bahnhof ankommen.
Okay, der fährt jetzt hoch. Ich glaube, der rechte ist jetzt gleich schon da. Oder? Nein, noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ah, er ist jetzt gleich im Bahnhof da oben. Aber das passt ungefähr. Das können wir so laufen lassen. Ja, passt schon. 190, 184. Da fehlt ein bisschen was, ne? Geschwindigkeit ist gut. Der fährt viel Geld ein, der fährt wenig Geld ein. Das muss ich jetzt sozusagen ergeben, ne? Hier macht es mir jetzt Sorgen, dass der dann da immer lang fährt. Falls das nochmal so sein sollte, muss man dann mal gucken, was man da macht, ob man das da wegnimmt. Weil das Treppen ist natürlich nur an dieser Stelle. Würde aber das Zeitgleiche wieder bringen, ne? Okay, der eine kommt eher. Ne, diesmal ist es passend dann. Ja, die treffen sich hier, hatten wir gesagt. Passt. Alles gut, läuft. Würde ich jetzt so lassen. Funktioniert, ne? Ja, jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir mehr dahin auf die Strecke? Denn über Döbeln, Waldweg, Hafen. Das sind 145. Der ist gerade abgefahren, ja, die Straßenbahn da. Jetzt ist die Frage, wie viel hier noch stehen, die dann dahin wollen, ne? ...2885 fahren trotzdem noch mit dem Schiff. Das ist jetzt die Frage, ob das noch die Bestände sind, die offen sind. Also hier 149 sind es jetzt gewesen. Die kommt ja jetzt von da oben. Kann man jetzt mal sehen, wie viel er da auslädt. Die dann Waldweg wollen. Ist sie schon da? Nein, jetzt aber. Da war jetzt keiner, der über Waldweg, Döbeln Waldweg, doch hier unten zwei Stück. Aber die können auch so generiert sein. Ach guck mal, der fährt jetzt schon wieder zurück, alles klar. Der ist nur für kurze Strecke gemacht. Ja, müssen wir mal gucken. Der nächste ist gerade angekommen und hat jetzt 53 über Döbeln Waldweg Hafen. Ja, okay, dann ist das so. Jetzt kommt hier noch ein Bus angefahren. Der will aber gar nicht dahin. Doch, der steigt da, die steigen da aus. Okay, da waren ganz viele drin aus dieser Stadt, die darüber gefahren sind jetzt. Okay, und jetzt gucken wir hier noch rein. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Sonnhausen-Rosenweg steigen 74 aus. Der fährt jetzt gerade ein. 111. 173, okay. Hier sind nur 8, die direkt dahin wollen. Jetzt ist da noch einer. Ja, kommt immer ein bisschen drauf an, wer hier gerade an Zug und sowas vorbeifährt, dass das hier passt, ne? 198. Da kommt der Zug. 199, 224, okay, dann hat es nochmal einen gegeben, der da gerade anhält. Aber der ist schon weg. Ja, und die 29 sind jetzt mit der Bimmelbahn gekommen, alles klar. Das heißt, wie viel hat er jetzt? 233, ist ein bisschen knapp, ne? Könnte mehr sein. Ist die Frage, ob man dann eine Zeit einstellt, bis er voller ist.
Da ist er. Und da sind 107, das sind weniger. Dann würde sich das aber so ergeben, dass er immer hier oben stehen würde, ne? Also die Züge würden unten schneller wegfahren und hier würden sie stehen und auf neue Passagiere warten. Altenau. Über Radolfzell, über Döbeln. Floto, ja, das ist das. Einer. Hier, die fahren alle mit dem Zug darunter schon, denke ich mal. Das wird vielleicht bei dem anderen da auch so sein. Muss man noch mal gucken, ne? Okay, das haben wir aber erstmal soweit in Griff, denke ich. Läuft jetzt auch mit 200 km/h. Danke nochmal an den Pumuckl, der mir den Tipp gegeben hatte. Wie immer vergesse ich das, dass man das macht mit der Elektrifizierung. Deswegen läuft das dann auch so schlecht, ne? Aber naja, wir haben es ja jetzt ausgebadet. Gut, dass man so Zuschauer hat, die da aufpassen. Ja, dann müssen wir nächstes Mal hier sehen. Da können wir irgendwo eine Bushaltestelle bauen. Das gucken wir dann nächstes Mal durch. Und ich sag dann mal, wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert. Wenn ihr zufrieden wart mit der Folge, dann gebt einen Daumen hoch. Und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.